Wir müssen den Menschen zeigen, dass es möglich und dass es erstrebenswert ist, in ihre Dörfer, in ihre Städte zurückzukehren. Dazu gehört, dass wir Sicherheitsbedingungen schaffen. Wir wollen gemeinsam mit anderen mithelfen bei der Entminung und bei der Entschärfung von IEDs. Aber wir wollen auch mithelfen, um Lebensbedingungen zu schaffen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, für die befreiten Gebiete in der nächsten Zeit insgesamt 5 mobile Lazarette, Hospitäler zur Verfügung zu stellen, um dort eine medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Das ist der eine Teil der Strategie, die wir, denke ich, brauchen für die befreiten Gebiete. Aber langfristig, glaube ich, werden wir das Problem Daesh-IS nur dann erledigen, wenn die Anstrengungen, die wir militärisch leisten, Teil einer größeren politischen Gesamtstrategie sind, zu der nicht nur Irak, sondern natürlich auch Syrien gehört. Und deshalb ist Deutschland aktiv beteiligt im Augenblick bei allen Bemühungen, die stattfinden, um den syrischen Bürgerkrieg zu entschärfen und politischen Lösungen auch in Syrien einen Raum zu geben. Aber es ging um kleine Waffen und keine Grenzwaffen. Ich bin nun nicht zum ersten Mal hier und mache auch nicht zum ersten Mal die Reiseroute Bagdad-Erbil. Ich habe spannungsreichere Tage zwischen Bagdad und Erbil erlebt als die, die ich im Augenblick erlebe. Und deshalb hoffe ich, dass es von beiden Seiten Bemühungen gibt, den Kern des Streites, der ja immer noch um die Verteilung der Einnahmen aus der Ölförderung geht, dass es gelingt, diesen Streit zu erledigen. Ansonsten bin ich kein Freund von neuen Grenzziehungen hier im Mittleren Osten, weil ich davon überzeugt bin, es würde zur Lösung der Probleme, mit denen wir seit Jahren hier zu kämpfen haben, nicht viel beitragen. So.